FCB News, präsentiert von der größten Sportwettenarena der Welt, bwin. Heute Abend steigt die große Saisoneröffnung in der Allianz Arena mit der Präsentation aller Spieler. Heute Morgen bekam Luis Gustavo im kleinen Kreis ein spontanes Geburtstagsständchen. Happy Birthday, lieber Luis, alles Gute zu deinem 26. Geburtstag, und ein paar Backpfeifen gehören irgendwie immer dazu. Danach ließ Pep Guardiola knackig trainieren. Schließlich geht's am Samstag in Dortmund um den Supercup. Und morgen Abend um 18.30 Uhr ist der FC Barcelona Gegner im Uli Hoeneß Cup, ein echtes Highlight in der Vorbereitung. Und dabei wird das Team dann im neuen Champions League Trikot antreten, das ab heute zu sehen und zu haben ist im Online-Shop und in den offiziellen Fanshops in München und Oberhausen. Super schick, die drei verschiedenen Blautöne vermitteln Dynamik. Rot darf natürlich nicht fehlen, genauso wie hinten drauf Mir San Mir. Ja, es ist ja heute der Tag der Fans, und einer ist dabei von ganz weit her gekommen. Steve ist Vorsitzender des FC Bayern Fanclubs in Montreal, der so ähnlich wie Mir San Mir heißt. Unser Fanclub heißt Mir San Montreal, und es ist seit Oktober letztes Jahr offiziell anerkannt vom FCB, und wir sind sehr stolz auch auf diesen Fanclub. Also haben wir Bundesligaspiele um halb zehn, dann kommen immer 50, 20, 30 Leute. Bis zur Champions League bekamen wir 700 Personen. Trotz Regensturmen kamen alle FCB-Supporter und feierten bis Mitternacht. Also es ist eigentlich eine große Unterstützung für FCB und auch für deutsche Fußball. Es ist immer ein großes Vergnügen, diese Woche hier in München zu sein. Steve aus Kanada hat nur wegen dem FC Bayern so gut Deutsch gelernt. Respekt. Soweit also die große Saisoneröffnung in der Allianz Arena ist heute ab 17 Uhr live auf fcb.de zu sehen, und auf der Website lesen können Sie, dass Karl-Heinz Rummenigge am liebsten unter Pep Guardiola mittrainieren würde im großen Interview mit dem Vorstandsvorsitzenden. Viel Vergnügen.